Auf der Bühne haben wir Anja Hirschel, ich hoffe, Hirschel und den Patrick Breyer, zwei Politiker, die uns erzählen wollen, wie eine Ampel das Internet sicher macht. Das interessiert mich. Euch gehört die Stage. Jetzt heute nicht. Wir möchten euch etwas vorstellen, und zwar die Entwicklung eines IT-Sicherheitsbewertungssystems für intelligente Produkte. Es geht uns um das Thema auf dem Weg zum sicheren Internet der Dinge für Verbraucher. Keine Angst, wir haben keine Ernährungsampel entworfen, es ist schon ein bisschen was Komplexeres. Das Thema ist dieses Jahr Patch gehabt bei den Datenspuren. Gerade Gesetze brauchen dringend mal wieder ein Patch, die Politik allgemein sowieso. Deshalb ist heute Patrick da, unser Europaabgeordneter der Piraten. Es ist aber so, dass wir oft die Gesetze gar nicht ganz direkt beeinflussen können. Hier ist Fachpublikum da, sagt, hey, an der Stelle habt ihr wieder Mist gebaut, liebe EU, interessiert bloß keinen. Wie können wir jetzt was ändern? Wenn wir eine Möglichkeit haben, nutzen wir die natürlich, und die Gelegenheit haben wir jetzt bekommen. Was habe ich persönlich mit Patchen zu tun? Ich arbeite im internationalen IT-Support. Ich bin auch zuständig für die Versionierung unserer Systeme. Und wenn in einem unserer Sprints, ja, wir machen Scrum, leider gewisse Wünsche mal wieder nicht drin sind, nicht umgesetzt werden können, dann gibt es von mir immer die netten Patch-Updates-Infos. Ich nenne sie auch liebevoll immer Monday of Broken Dreams. In diesem Fall geht es aber nicht um was rein Technisches, sondern tatsächlich um etwas Politisches, was wir tun möchten. Und zwar, wir machen mit. Ach, es funktioniert, der Präsenter, super. Neue Europaabgeordnete, also diejenigen, die ganz frisch gewählt werden, können der EU-Kommission nämlich Vorschläge für neue Forschungsprojekte einreichen, was sonst nicht möglich wäre. In der Vergangenheit gab es schon verschiedene, zum Beispiel die Entwicklung von Privacy-Icons. Ihr werdet euch erinnern, ich glaube, Wetterfrosch hat es damals beschrieben. Dann die Belohnung fürs Melden von Sicherheitslücken in freier Software, FOSSA. Das läuft ja noch, das Projekt. Dann die E-Partizipationsplattform für europäische Gesetzgebung und das Thema Sicherheitsaudit für Medizinprodukte. Das war das, von dem wir ausgegangen sind. Wir haben gesagt, okay, IT-Themen sind platzierbar, wir wollen das auch tun. Also, warum geht's? Ja. Wenn ich da nochmal was ergänzen kann. Nach meiner Wahl herrschte ja erstmal Zustand allgemeiner Verwirrung und der vollen Mailbox. Und eine der Nachrichten darin, da ging es um diese Pilotprojekte, die wir einreichen und vorschlagen dürfen. Eigentlich können solche Vorschläge jedes Jahr gemacht werden von allen Abgeordneten. Aber damit die Neugewählten mitmachen durften, haben wir eine Fristverlängerung bekommen, hatten dann irgendwie so eine Art von 2 Wochen Zeit, um was einzureichen, und dementsprechend habe ich erstmal einen Rundruf gestartet und ein Call for Papers sozusagen und um Vorschläge gebeten. Es ist ganz viel und tolle Projekte reingekommen, die werden auch für die nächsten Jahre noch interessant sein. Aber besonders gefallen hat mir Anjas Vorschlag. Dankeschön. Also der war gemeinsame Arbeit mit der Arbeitsgruppe Digitalisierung und Datenschutz. Und worum geht's uns? In diesem Jahr war es auch notwendig, dass die Einreichung Bezug zur Zuständigkeit des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments hat, also Juri. Und die europäische Gesetzgebung hat sich zum Ziel gesetzt, klare Regelungen zum Schutz der Verbraucher festzulegen. Und gesagt, das ist praktisch, da können wir einhaken. Insbesondere geht es um den Bereich intelligente Produkte. Also auch die Direktive zu Contracts for the Supply of Digital Content and Digital Services mit der Direktive on the Sale of Smart Goods, die sind beide 2019 angenommen worden. Und an die wollen wir uns direkt anschließen. Was uns aufgefallen ist, es fehlen komplett die praktischen Umsetzungen zur Thematik. Es ist gar nicht möglich, die IT-Sicherheit einzuschätzen oder auch die vertraglichen Rechte, die der Verbraucher auch hat und bekommen soll, auszuüben, weil die einfach nur blanke Worte auf Papier sind, ohne jegliche Substanz. Und gesagt, das wollen wir definitiv ändern. Also was ist das Grundproblem, das wir angehen wollen mit dem Projekt? Sicherheitsaspekt wird im digitalen Wandel absolut zu wenig berücksichtigt. Der Verbraucher ist zunehmend hilflos im Erkennen und Bewerten des Sicherheitsniveaus eines Produkts. Der Verbraucher wird faktisch alleingelassen. Er steht hilflos da und sagt, super, welches Produkt ist sicher, auf was muss ich achten? Anstatt Information regiert mehr die Werbung oder die Emotion, die dahinter steckt. Die Kaufentscheidung wird manipuliert. Und da wollen wir einfach eine Verbesserung hinkriegen. Das Ganze ist ein Spagat, denn wie können wir dem Problem überhaupt Abhilfe schaffen? Wir müssen einerseits betrachten, dass bestimmte technische Informationen sauber, möglichst deklariert irgendwo sein müssen. Ich will das auch wissen. Ich sage, okay, welchem Betriebssystem läuft der Scheiß? Wird das irgendwo in der Cloud gestreamt oder nicht? Und so weiter und so weiter. Klar. Gleichzeitig müssen wir immer dran denken, eine allgemeinverständliche Art der Vermittlung hinzukriegen.
Nicht jeder kann die Details so bewerten wie derjenige, der es einfach auch gelernt hat. Und das ist die große Herausforderung, die wir einfach angehen müssen. Beide Aspekte zusammen sind wichtig. Sie sind untrennbar miteinander verbunden. Und wenn man das nicht hinkriegt, kann man es gerade sein lassen. Dann haben wir ein Spezialistenthema geschaffen, das dem Verbraucher in der breiten Masse einfach nicht hilft. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, nicht jeder Mensch hat Informatik studiert. Hört sich jetzt einfach an, ist aber tatsächlich so. Ich war erst vor 2 Wochen mit vielen Personen zusammen, die verschiedenste Dinge studiert haben, von Biologie bis über Jura, sonstiges. Und wir haben festgestellt, wir haben so einen unterschiedlichen Blickwinkel auf dieselben Dinge, es ist fast schon erschreckend. Es gibt einfach viele Menschen, die sich einfach auch mit der grundlegenden Technologie nicht auskennen können, aber auch nicht auskennen wollen. Die sagen, ich habe gar nicht die Zeit, mich damit im Detail zu befassen. Und trotzdem wollen sie das Relevante verstehen können. Wir sehen von unserem eigenen Standpunkt aus immer ein anderes Bild und konzentrieren uns auf andere Details als andere Menschen mit anderem Wissenshintergrund. Die Frage ist natürlich, worauf achtet es überhaupt ein Verbraucher in Erklärung zu einem ITler, der das tagtäglich macht? Auf welchem Wissen können wir denn überhaupt allgemein aufbauen? Das ist gar nicht so einfach. Darum habe ich einen kleinen Einschub gebaut, bevor wir weiter das eingereichte Forschungsprojekt uns ansehen. Ich habe euch ein paar Erlebnisse mitgebracht. Ich nenne es erstmal Storytime. Die sind aus den letzten 2 Wochen, die haben mir klar aufgezeigt, dass ich, obwohl ich immer dran denke, ja, erklär das den Kunden, ich mache tagtäglich tatsächlich auch erklärbar First Level, nicht nur Second Level. Ich bin es gewohnt, Sachen so zu erklären, dass es auch ein wirklicher Handwerker versteht, der nur den Einschaltknopf kennt. Und trotzdem fällt es mir auch wieder auf, ich vergesse einfach, was manche Menschen nicht wissen. Was ist Allgemeinwissen in Bezug auf IT? Da wird überall eine andere Antwort kommen. Was ist selbstverständlich allgemein bekannt und was nicht? Also die Episode mit dem asymmetrisch verschlüsselten Gürteltasche, die lasse ich weg, von der ich bin nur nachhaltig verstört, die war schlimm. Die erste Geschichte, die ich euch habe, die ist auch sehr kurz, war das Thema Webcam für eine Haustür. Eine sehr gute Freundin hatte nächtliche Belästiger vor der Tür. Nach dem 3. Polizeieinsatz sollte eine Kamera her. Einfach nur eine Kamera. Technisches Grundwissen gleich null. Also der liebe Support hat sich hingesetzt, hat lang und breit recherchiert, was sie braucht. Welche Bedürfnisse sind denn überhaupt da? Brauchen wir Nachtsicht? Muss es ins lokale Netz hängen? Brauchen wir besonderen Stromanschluss? Eine Verschlüsselung und so weiter? Alles wurde geklärt. Wir haben sie erklärt, haben gesagt, die Produkte stehen zur Auswahl. Such dir aus denen was raus, dann hast du was Ordentliches. Eine Woche später hat sie uns stolz präsentiert, was sie gekauft hat. Natürlich was ganz anderes. Die Begründung war, das kann Handy. Das kam gerade in der Werbung und es leuchtet übrigens blau, sieht schick aus. Super. Echt klasse. Wir haben es uns dann angeguckt technisch. Das Ergebnis war, das Ding streamt in eine Cloud vom Anbieter, der irgendwo im Ausland sitzt. Ist nur mit der einzigen speziellen App bedienbar. Wundervoll. Und Spoiler, die App läuft auf dem Handy der Kollegin übrigens nicht, da das ein zu altes Betriebssystem hat. Also unterschätzt niemals die Macht der spontanen Sympathie zu einem Scheißprodukt. Da hilft wirklich gar nichts, einfach nur zu sagen, das ist technisch besser. Wir müssen es auch, die Info wirklich, sage ich mal, an den Mann, an die Frau bringen. Die müssen es verstehen, um was es geht. Etwas, was eher fototechnisch schön ist. Ich habe euch das Bild mitgebracht. Panischer Anruf bei mir. Der WLAN-Repeater spinnt, um Gottes Willen, der leuchtet so rot und abwechselnd grün und das WLAN funktioniert auch nicht. Ich habe mir dann dieses Ding mal angeguckt, habe mir übrigens auch geschaut, wo die ganzen Fritzboxen, die ganzen Kabel hängen und habe dann zu meiner Freude festgestellt, dieser WLAN-Repeater hat gar kein Problem. Dieser WLAN-Repeater ist eigentlich ein Mückenvertreibegerät. So viel dazu. Wie gesagt, es kommt immer wieder vor, dass man Dinge einfach nicht einschätzen kann. 5 studierte Leute, die mir alle erzählen, dieses Ding macht das WLAN. War nicht so. Letzte Geschichte. Ja, ich arbeite in einer japanischen Firma. In dem japanischen Konzern ist es so, dass Sicherheitsdatenblätter ausgefüllt werden müssen zu bestimmten Softwareprodukten. Da wird zum Beispiel beschrieben, ist eine sichere Verschlüsselung da, werden die Passwörter auch in der Registry sauber abgelegt und so weiter und so weiter. Ist das Ganze cloudfähig? Jedenfalls kam die Dokumentationsabteilung panisch zu mir gerannt, weil bei den ausgedruckten Sicherheitsdatenblättern dieses Blatt dazwischen lag. Und sie meinte, sie kann nicht einschätzen, ob das sicherheitsrelevant ist oder nicht. Nach einer kleinen Recherche, wo dieses Blatt eigentlich jetzt ursprünglich herkommt, es war nämlich nicht von ihrem Rechner ausgedruckt worden, haben wir festgestellt, es ist nicht sicherheitsrelevant. Ich konnte sie da beruhigen. Das war einfach nur ein fehlender Druckauftrag und dieser ganze Text bezieht sich nur auf japanischen Kartoffelsalat mit Mayo. Es ist ein Rezept. So, was ich euch damit sagen will, selbst wenn wir über genügend Fachwissen verfügen, finden wir natürlich oft viele Informationen nicht. Und es gibt Menschen, die die Information finden, nicht so mit anfangen können.
Aber wenn wir auch was suchen, das wird schlichtweg nicht deklariert. Ich habe es bemerkt, gerade bei den Webcams, bei den WLAN-Cams, ist es einfach ein Drama, die ordentlich zu vergleichen, weil entweder wird es gar nicht dokumentiert, unterschiedlich dokumentiert, man steckt wahnsinnig viel Zeit rein. Dabei ist es ja elementar wichtig zu wissen, welche Funktion in so einem Smart Device eigentlich drinsteckt. Was beeinflusst denn meine IT-Sicherheit? Und zwar Hardware- und Software-seitig und auch vertragsseitig mit dem Anbieter. Was willige ich da überhaupt ein? Kommen wir zur Frage, gib mir Infos. Ich möchte einfach wissen, was steckt dahinter. Wenn irgendwo im Kleingedruckten steht, die Daten werden auf eine Streaming-Plattform übertragen, sind öffentlich zugänglich, dann sollte ich das schnell und einfach sehen können. Und wenn da steht, es wird unverschlüsselt irgendwohin übertragen, ist das vielleicht auch relevant. Also haben wir gesagt, wie müssen wir es angehen? Wir stellen uns Fragen. Fragen sind immer gut, um sowas zu lösen. Denn, ups, jetzt ist meine Folie mit den Fragen weg. Das ist die nächste, gut. Betrifft mich das Ganze überhaupt? Klar betrifft es mich. Wir reden hier nicht nur von kleinen Kameras, von irgendwelchen netten Lautsprechern. Wir reden hier von Smart Devices in allen Lebensbereichen. Die Autos werden kommen, das automatische Fahren. Wir haben Drohnen, wir haben alles Mögliche. Und in dem Moment, wo es physisch mit mir in Interaktion tritt, spätestens dann muss ich ein gewisses Sicherheitslevel einfach haben. Ich möchte nicht dadurch gefährdet sein, dass ein Patch schlecht aufgespielt worden ist. Hupsi, die Abstandsberechnung ist mal wieder falsch. Nächsten Monats-Update behebt es. Hilft mir gar nichts, wenn schon jemand über mich drüber gefahren ist. Das heißt, wir brauchen möglichst viel Sicherheit. Absolute Sicherheit gibt es natürlich nicht. Und es muss auch wirklich verlässlich konzipiert sein von Anfang an. Und wenn da irgendein altes XP dahinter hängt, kriege ich so einen Hals und sage, Leute, das kann es nicht sein. Aber ich will es einfach wissen. Die Fragen, die daraus resultieren. Wie ist denn der Stand der IT-Sicherheit bei den Verbraucherprodukten? Das muss man erstmal untersuchen. Wie könnten europaweit verbindliche Vorgaben zur IT-Sicherheit gemacht werden, dass sie durchgängig gleich sind, egal wo der Anbieter auch sitzt? Und wie lässt sich dann diese IT-Sicherheit eines Produktes dann wirklich auch transparent machen? Und zwar verständlich für alle. Aus diesen Fragen haben wir dann den Plan entwickelt, den wir dann auch eingereicht haben. Da geht es, genau, Patrick geht jetzt noch auf die Fragen ein. Ja, zur ersten Frage, wie ist der Stand der IT-Sicherheit, muss man erstmal festhalten, dass wir eigentlich einen Zustand der Unsicherheit haben. Das heißt, unsere IT ist im Moment sehr anfällig für alle möglichen Bedrohungen der Integrität und Verfügbarkeit. Ein Beispiel, was ich zu Anjas Beispielen hinzufügen kann, ist, als Anfang des Jahres herauskam, dass WLAN-Kameras eines chinesischen Herstellers munter unverschlüsselt übertragen in eine chinesische Cloud und es dadurch möglich ist, ich glaube, in sechsstelliger Anzahl WLAN-Kameras auch aus Deutschland sich einfach reinzuschalten und die mitzuhören. Und das ist natürlich ein riesiges Sicherheitsrisiko, wenn, je nachdem, wo die Kamera steht, in Arztpraxen, Behandlungszimmern, Apotheken oder vielleicht auch im privaten Bereich. Das ist aber natürlich nicht der einzige Fall. Wir lesen täglich von solchen Pleiten und Pannen der IT-Sicherheit. Und das liegt einfach daran, dass die Politik eigentlich zur Wirtschaftsförderung sozusagen von einer richtigen Regulierung absieht. Das heißt, es gibt da keine richtigen Vorgaben und das ist auch bewusst so. Das führt immer wieder zu Sicherheitskatastrophen und in der heutigen Zeit Krankenhaus-IT, Fahrzeug-IT, bedeutet das natürlich auch Gefahr für unser Leben und auch für unser Eigentum und deswegen ist dieser Zustand der IT-Unsicherheit nicht mehr hinnehmbar. Was wir Piraten deswegen wollen, ist mehr Sicherheit und zwar im Bereich der Informationstechnik und ich habe hier einige Forderungen von uns mal zusammengestellt, die ich euch gerne vorstellen möchte. Zum einen geht es darum, wir möchten jedem das Recht geben, seine Geräte selbst zu modifizieren und zu reparieren. Das ist bisher tatsächlich nicht zugelassen. Das heißt, man kauft ein Gerät und trotzdem ist die Software darauf so geschützt, dass man sie nicht verwenden, bearbeiten, dekompilieren darf. Und das ist nicht mehr zeitgemäß. Also das hat auch mit mündigem Verbraucher nichts zu tun. Ich finde, wenn man ein Gerät kauft, muss das möglich sein zu reparieren und zu modifizieren. Und zwar besonders, wenn das passiert, was hier der vierte Punkt ist, nämlich wenn ein Produkt verwaist, wenn der Hersteller es einfach nicht mehr pflegt
wenn es keine Updates mehr dafür gibt, dann sollte es wirklich so sein, dass der Quellcode und auch die Entwicklungswerkzeuge Public Domain werden, vom Hersteller auch freigestellt werden müssen. Entweder er pflegt das Produkt weiter oder er lässt es die Community pflegen. Das wäre eine sinnvolle Lösung. Zweiter Punkt ist, wir brauchen wirklich ein Recht auf regelmäßige Sicherheitsupdates. Was bisher geltendes Recht ist, ist nur, der Verbraucher hat ein Recht darauf, dass für angemessene Zeit Updates zur Verfügung gestellt werden, was auch immer das bedeutet. Also das muss man natürlich konkretisieren und da eine ordentliche Dauer, die der Lebensdauer des Geräts entspricht, auch festsetzen. Zumindest für kommerzielle Hersteller von Informationstechnik, finde ich, kann man das verlangen. Für nicht kommerzielle sicherlich nicht. Der dritte Punkt, den es bräuchte, ist dann auch eine Haftung. Das heißt, wenn Sicherheitslücken, die gemeldet wurden, trotzdem nicht geschlossen werden in angemessener Zeit, dann muss der Hersteller auch wirklich dafür haften. Weil im Moment ist es so, es lohnt sich einfach, Billigprodukte auf den Markt zu werfen und sich dann nicht mehr drum zu kümmern. Und dieses Anreizsystem müssen wir ändern. Ist, glaube ich, auch wichtig für die europäische Wirtschaft, denn die machen etwas teurere Qualitätsprodukte und da muss es wirklich einen fairen Wettbewerb geben, auf dem man sowas auch erkennen und durchsetzen kann. Ja, fünfter Punkt ist, Behörden müssen wirklich verpflichtet werden, Schwachstellen zu melden und schließen zu lassen, statt sie selbst auszunutzen. Stichwort Staatstrojaner. Also das ist einfach unverantwortlich in der heutigen Zeit, wo es wirklich um unser Leben geht bei der IT-Sicherheit, dass Sicherheitslücken bewusst offen gehalten und ausgenutzt werden. Ja, leider ist das aber in den Köpfen der Politiker auch auf EU-Ebene noch längst nicht angekommen. Im Moment ist es zum Beispiel so, dass mit der Einführung des 5G-Mobilfunknetzes ernsthaft die EU fordert, dahinter Türen einzubauen, statt eine wirksame Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einzuführen, und dass dadurch die IT-Sicherheit insgesamt geschwächt wird, das verstehen die noch gar nicht. Da müssen wir noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Ja, und dann habe ich euch noch reingepackt das Recht auf Interkonnektivität von Messengern und sozialen Netzwerken. Es ist ja so, dass bestimmte Anbieter sehr schlecht darin sind, die Sicherheit ihrer Dienste und unserer Daten zu schützen. Dass man aber trotzdem seine Freundinnen und Freunde kaum dazu bekommt zu wechseln, weil sie eben da vernetzt sind und nicht ihre ganzen Kontakte verlieren wollen. So, und deswegen ist unsere Forderung, dass man Messenger, soziale Netzwerke interkonnektiv macht, das heißt, dass es möglich ist, auch netzwerküberschreitend zu kommunizieren. So wie das bei einigen dezentralen Netzwerken wieder schon Standards existieren, soll das verbindlich werden, auch für kommerzielle Anbieter von Messenger-Diensten, von sozialen Netzwerken, dass sie diese Schnittstellen implementieren müssen und dass man dadurch auch erstmals eine echte Wahlmöglichkeit hat und dadurch auch zu sichereren Anbietern viel leichter wechseln kann. Ich glaube, das würde echt einen Wettbewerb in Gang kriegen. Und da wird im Moment drüber diskutiert auf EU-Ebene, ob so eine Interkonnektivität kommt. Schauen wir mal, ob sich da was machen und durchsetzen lässt. Ja, zur dritten Frage, die wir uns gestellt haben, das ist die, was kann man machen, um die IT-Sicherheit ganz praktisch und konkret zu stärken? Genau, also was ist unser Plan? Das eingereichte Pilotprojekt hat das Ziel, ein Bewertungssystem zur IT-Sicherheit für intelligente Produkte zu entwickeln. Dieses soll dem Verbraucher die relevanten Informationen verständlich zur Verfügung stellen. Das heißt, wir möchten die gesamte Frage nicht einfach hobbyfloppy lösen und einfach was der EU-Kommission von Latz knallen, sagen, macht es so, führt es ein, sondern wir sagen, das muss wissenschaftlich angegangen werden und zwar interdisziplinär. Wir brauchen mehrere Forschungsfelder, die das Thema angehen. Die müssen wir verbinden und darum haben wir das auch so offen formuliert. Genau das ist auch der Punkt. ITler mit dem technischen Fachwissen müssen mit Experten aus der Wahrnehmungsforschung und Verhaltenspsychologie auch zusammenarbeiten. Dazu brauchen wir auch noch ökonomisches Wissen. Und so kann ein kompetentes Team das Ganze aus mehreren Blickwinkeln bearbeiten, entwickeln, dass wir später auch mal einen Industriestandard hinbekommen. Wir möchten dadurch den Spagat zwischen den technischen Details und der verständlichen Vermittlung gemeinsam angehen, wie wir es am Anfang gesagt haben, der Spagat. Wir wollen auch keine Meta-Analyse anderer Studien, was kam gut an, was hat funktioniert, oder das Prüfen bereits vorhandener Ideen, so eine IT-Sicherheitsampel wie die Ernährungsampel. Nö, wir wollen tatsächlich was Neues entwickeln lassen, ein objektives Bewertungssystem für Produkte und Services,
Das soll unter anderem klar erkennbar sein, ob kritische Sicherheitsupdates automatisch erfolgen und so weiter und so weiter. Wo ich die Informationen kriege, und zwar bevor ich das Produkt kaufe. Und nicht, wenn ich die Packung aufreiße und irgendwo dann mal der Versuch, was durchzulesen in irgendeinem seltsamen Beipackzettel. Frage ist natürlich, okay, nettes Projekt, spaßig, ein paar Leute machen da was, wird was untersucht, aber was bringt das jetzt mir persönlich, wenn das jetzt wirklich gemacht wird, wenn die EU-Kommission das bezahlt? Ich habe euch hier mal ein paar Ideen aufgeschrieben, wie so eine Kennzeichnung aussehen könnte oder was zum Beispiel gekennzeichnet werden könnte. Wir wollten das nicht vorwegnehmen, aber ein paar Ideen einfach, damit ihr eine Idee habt. Zum Beispiel wäre es für Verbraucher schon mal interessant, hat ein Gerät überhaupt Internetkonnektivität? Ich will nämlich vielleicht bei bestimmten Situationen, bei Smart Home, will ich gar nicht, dass ein Gerät ans Internet angebunden ist, weil das ja selbst ein Sicherheitsfaktor, Sicherheitslücke sein kann, wenn da bestimmte Sachen abfließen. Es könnte gekennzeichnet werden, werden Updates bereitgestellt und wie lange vom Hersteller. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant für Käufer zu wissen. Und im Moment findet man es eben oft nicht heraus, wenn man so eine Packung in der Hand hält. Gibt es ein automatisches Online-Update per Voreinstellung oder muss ich da kompliziert irgendwelche Firmware-Updates einspielen, was kein normaler Verbraucher hinbekommt? Werden Daten verschlüsselt, wenn sie im Gerät oder in der Cloud gespeichert werden oder wenn sie per Internet übertragen werden? Auch um das zu erfassen, müsste es so eine Art Kennzeichnung, verständliche Kennzeichnung geben. Genau. Was bringt es mir persönlich? Ganz einfach. Wir wollen die Kundenrechte stärken und die Hersteller, ich sage mal freundlich, dazu ermuntern, die Sicherheit zu verbessern. Da dies dann einfach ein marktrelevantes Qualitätsmerkmal darstellt. Wenn es alle müssen, müssen sie einfach mal blank ziehen und sagen, was sie da tun. Entsprechend der Digital Content Directive müssen Hersteller zudem auch Sicherheitsupdates bereitstellen. Und wie Patrick schon sagte, ich habe keine Lust mehr auf, ja, einem angemessenen Rahmen. Was ist angemessen? Ein halbes Jahr? Zwei Jahre? Zehn Jahre? Denn wir wollen die Lebensdauer der ganzen Produkte verlängern. Es kann nicht sein, dass ich die nach einem Jahr wegschmeißen muss, weil die blöde App nicht mehr kompatibel ist mit einem Update von meinem Rechner. Ich sage nur, Apple-Produkte sind da der Klassiker. Ist nicht mit ihrer Version kompatibel, wird nicht weiterentwickelt, werf's weg. Super. Wir wollen ein durchgängig gleichartiges System schaffen, darum haben wir es auf EU-Ebene eingereicht, dass wir die Produkte wirklich auch vergleichen können. Und es stärkt insgesamt auch die Wahrnehmung der Sicherheitsthematik in der breiten Bevölkerung. Wenn was deklariert wird, wird es gelesen. Warum wird es deklariert? Das scheint einen Sinn zu haben. Und da kommen, wie gesagt, die Wahrnehmungspsychologen auch wieder mit rein ins Team, dass sie sagen, okay, wie müssen wir es aufbereiten, dass das funktioniert, dass die Verbraucher eben auch wirklich nachfragen. Und sonst? Zertifizierung. Ich habe eine schlechte Nachricht auch mitgebracht, denn die EU-Kommission hat die Bewertung unseres Projektvorschlags inzwischen abgeschlossen und ist der Meinung, es fällt in die Kategorie C und sei deswegen überflüssig, weil es gibt doch die IT-Sicherheitszertifizierung, die neue. Erst dieses Jahr beschlossen im Rahmen der neuen Cybersicherheitsrichtlinie wurde eingeführt, ja, ein Verfahren, in dem man einfach die IT-Sicherheit eines Produktes prüfen und zertifizieren lassen kann. EU-Kommission meint, das reicht aus. Ich finde das nicht, denn zum einen digitale Transparenz im Sinne der EU-Kommission ist so eine Art 0-1-Transparenz. Ja? 0 kein Siegel, 1 hat Siegel. Und ich finde, das ist nicht, entspricht nicht meinem Bild eines mündigen Verbrauchers. Der hat ja vielleicht verschiedene Kriterien bei der Produktwahl und vielleicht hat er auch verschiedene Präferenzen, je nach Verbraucher. Ist einem das eine wichtig, dem anderen das andere? Deswegen finde ich, die Möglichkeit einer Zertifizierung ersetzt jetzt nicht Aufklärung auf der Verpackung zum Beispiel. Außerdem, angenommen, ich habe hier mehrere Produkte liegen im Baumarkt, beide sind zertifiziert. Was mache ich dann? Nach der EU-Kommission hätte ich dann keine Informationsmöglichkeit mehr, um Kaufentscheidungen zu treffen. Und genauso natürlich im dritten Punkt, ich habe zwei Produkte vor mir liegen, von denen keins von beiden zertifiziert ist, wahrscheinlich der sehr viel häufigere Fall, denn so ein Zertifizierungsprozess ist erstens noch nicht am Start, wird zweitens sehr lange dauern, viel kosten. Also ob das Industriestandard wird, das wird, glaube ich, noch sehr, sehr lange dauern, bis das soweit ist. Deswegen glaube ich, wäre es ein niederschwelligerer Ansatz zu sagen, die Hersteller kennzeichnen ihre Produkte selbst. Das hat, glaube ich, größere Chancen, erstmal durchzukommen im breiten Markt. Und deswegen lassen wir uns ja
da auch nicht entmutigen durch diesen Rückschlag und haben dieses Projekt nochmal eingereicht, und zwar als Änderungsantrag. Es ist ein bisschen schwerer, einen Änderungsantrag durchzubekommen. Da muss man eine Mehrheit im Europäischen Parlament für zu finden. Und wir sprechen gerade mit den anderen Fraktionen, um mit denen zu sprechen, ob es nicht sinnvoll wäre, ein Forschungsprojekt zum Thema IT-Sicherheitskennzeichnung durchzuführen. Und im späteren Herbst, in ein, zwei Monaten, denke ich, wissen wir mehr, ob uns das gelungen ist. Denn wir haben natürlich auch geschrieben, was hat, sage ich mal, die EU an sich davon? Nicht nur der individuelle Verbraucher, sondern es geht ja auch schließlich immer ums Geld. Und zwar im hochumkämpften Feld des Internet of Things kann die EU mit Benutzerfreundlichkeit und Transparenz punkten, wenn sie das umsetzt, haben wir argumentiert. Die stellt ein ganz neues Innovationskriterium dar und auch ein Qualitätsmerkmal. Daraus kann dann die Gesetzgebung zum Schutz der Verbraucher entstehen, welche bei der Entwicklung zukünftiger Märkte, Produkte und auch Serviceverträgen vor allem den Fokus wieder zurück auf den Menschen richtet und nicht mehr nur auf den schnellen Profit. Drum lassen wir uns die Idee nicht nehmen. Wir kämpfen weiter, und wenn ihr Fragen habt, löchert uns gerne. Dankeschön. So. Danke, Anja. Danke, Patrick. Wer Fragen hat, kommt ans Mikrofon, bitte. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Reinhard Mutz. Ich bin Präsident von WPIA, spricht sich World Privacy and Identity Association. Wir sind unter anderem assoziiertes Mitglied im Bundesverband Teletrust-IT Security. Und dort gibt es eine Handreichung zu dem, was ihr gerade hier leicht verschwommen dargestellt habt. In der alten Datenschutzverordnung ist die Rede vom Stand der Technik. Der Gesetzgeber hat es bis heute versäumt, das auszuformulieren. Beim Bundesverband Teletrust bekommt man mittlerweile eine Handreichung dazu, und die Kollegen haben ungefähr 2 Jahre gearbeitet, um diese Sache auszuformulieren. Falls ihr das nicht kennt, würde es mich freuen, wenn ihr es euch besorgt. Wir stehen kurz vor der ITSA, auch Teletrust ist dort mit dem Stand vertreten, hat diese Sachen garantiert durchliegen, und auch die Kollegen, die jetzt hier im Saal zuhören, möchte ich auffordern, sich diese Broschüre zu besorgen, weil man darüber doch viele Gemeinsamkeiten entdecken kann, gerade im Bereich dieser Dinge. Bitte eine Frage. Gut, die nächste Frage. Die hier vorgestellten Sachen in Richtung mündiger Bürger kann ich voll unterstützen. Ich habe es auch im Vortrag, da geht es genau darum. Und zu den Fragen, oder besser gesagt zu den Problemen mit Hardware-Produkten, die auf den Markt kommen und dergleichen, was haltet ihr davon, die Anforderungen als Manifest zu formulieren und von den Herstellern zu fordern, dieses Manifest zu unterstützen? Und da, wo sie das nicht können, das deutlich zu sagen. Finde ich einen sehr guten Ansatz zur ersten Frage. Durch Zufall stehen hier 2 ausgebildete Datenschützer auf der Bühne, also wir kennen es, aber wir werden auf jeden Fall die aktuelle Version der Broschüre noch besorgen. Manifest finde ich gut. Es geht mehr in die Richtung Selbstverpflichtung, aber ich sage, das kann ein erster Schritt sein, dass einfach die Hersteller auch darauf gedrängt werden, es einfach zu tun, dass es, wie gesagt, ein Qualitätsmerkmal ist, das man auch dann unterstützen möchte. Ich sage, man möchte sich damit schmücken, das gut zu machen. Ob das ausreicht, wage ich zu bezweifeln. Die Selbstverpflichtungen sind halt leider kein besonders scharfes Schwert. Das ist so die Problematik. Die Verbraucherorganisationen fordern schon lange mehr Rechte, auch im digitalen Markt. Aber ich glaube, finde die Idee trotzdem gut mit dem Manifest, weil man da auch andere mit ins Boot holen könnte und sozusagen eine breite Forderung aufstellen könnte. Denn das Forschungsprojekt, was wir voranbringen wollen, muss ja dann auch umgesetzt werden. Und Richtig. Da, glaube ich, wäre es schon sinnvoll, wenn entsprechende Nachfrage und Druck auch dahinter steht. So, deine Frage. Danke erstmal für den Vortrag. Dagmar Bödecker vom FIF. Mich würde interessieren, ihr hattet so ein bisschen negativ eingeschätzt die Siegel. Nach meinem Wissensstand gibt es ja in der IT-Sicherheit ganz klare Anforderungen, denen das Internet of Things bzw. die Produkte mit absoluter Sicherheit nicht entsprechen. Kann man nicht diese Anforderungen, zum Beispiel Sicherheit bei Default, Sicherheit bei Design und solche Sachen, kann man das nicht tatsächlich doch in einem Siegel zertifizieren?
also nicht nur als Manifest, sondern tatsächlich als Anforderungen klar festlegen. Und da wäre dann natürlich das Problem, wer kontrolliert das? Also das gleiche Problem, was wir beim Datenschutz haben, Aufsichtsbehörden zu schlecht ausgestattet, wäre das nicht auch noch eine sinnvolle Forderung? Ach, Zertifizierung, ja. Studium hieß immer Zertifizierung. Die Antwort ist die Frage falsch gestellt, aber ja. Nee, Zertifikate sind eine gute Sache, wenn sie gut gemacht sind. Aber wie Patrick schon sagte, ist die Problematik einfach folgende. Wenn ich jetzt eine Firma habe, die mich zertifizieren will, muss ich da Geld reinhängen. Kleine Startups können es auch unter Umständen nicht bezahlen. Das ist sehr teuer. Es braucht Zeit. Und bis ich die Zertifizierung habe, sind andere auf den Markt gedrängt. Das heißt, ich gehe ohne Zertifizierung auf den Markt, hoffe, dass ich die Zertifizierung bekomme, muss aber dann vielleicht schon das Nachfolgeprodukt reinstellen. Und das ist wirklich die Frage, ob das nicht, sage ich mal, die großen Hersteller mehr stärkt als die Sicherheit. Und zum anderen Teil deiner Frage, ob es nicht jetzt schon Vorgaben gibt, denen diese Produkte nicht entsprechen. Also wahrscheinlich hast du Gewährleistungsrechte, wenn ein Produkt, was du kaufst, unsicher ist. Ja? Wahrscheinlich hast du da Gewährleistungsrechte, aber was heißt das? Das heißt, du kannst im Endeffekt das Ding zurückgeben. Ne, das bringt dir wenig, weil es dann immer noch kein Update davon gibt. Du hast auch kein Recht auf Schadensersatz, wenn dir dadurch die komplette IT zusammenbricht oder ähnliches oder dein Zuhause ausspioniert wird. Und deswegen finden wir diese Rechte müssen ausgebaut werden, wie ich in der Folie schon erklärt hatte. Das heißt, eine echte Haftung für Schäden, die passieren, wenn der Hersteller untätig bleibt. Und das muss wirklich Konsequenzen haben. Gut, haben wir noch Fragen? Ja, ich habe noch eine Frage. Selbst wenn man das auf nationaler oder europäischer Ebene durchsetzen könnte, irgendein Zertifikat oder irgendeine Vorschrift, die meisten Teile kommen ja doch aus USA oder aus Asien. Wie will man da einen Druck dahinter machen, auch auf diese Produkte dann entsprechend die Vorschriften anwenden zu können? Also rechtlich bin ich nicht ganz so fit. Ich weiß aber, dass es eine Möglichkeit gibt, das als Regeln zu machen. Solange wir keinen Freihandel haben, können wir bestimmen, was deklariert werden muss, was in der EU verkauft wird. Das heißt, wir können sagen, wer hier sein Produkt verkaufen will, egal wo es herkommt, muss folgende Dinge auflisten, deklarieren, Transparenz machen. Das können wir verlangen von allen Produkten, egal woher sie stammen. Frag mich jetzt nicht, wie diese Regelung genau heißt, aber das haben wir schon nachgeschaut. Das wäre tatsächlich durchsetzbar und es wäre einfach ein Marktstandard, dem sich die anderen automatisch gar nicht mehr verschließen könnten, unabhängig davon. Gut, dort wollte noch jemand? Könntet ihr euer Projekt vielleicht mit einer Analogie zu anderen Gesetzgebungen besser durchkriegen? Also wir haben ja den Arbeitsschutz, das heißt, jedwelches Tool, was eingesetzt wird, muss so gestaltet sein, dass, wenn ich es benutze, anschließend auch voll, mit meiner vollen Gesundheit wieder also praktisch da rauskomme. Dafür gibt es dieses CE-Siegel, was die Hersteller eben selber draufpappen. Und wenn ich doch einen Schaden davon tragen sollte, dann gibt es halt entsprechende Haftungsgelder, die ich dann als Hersteller abgeben muss. Jetzt ist es ja in der virtuellen Welt ähnlich. Ich benutze es jetzt hier als Software. Ich hatte dann ein Siegel drauf zum Beispiel, das mir garantiert, ich komme anschließend auch ohne Schädigung meiner virtuellen Welt oder meiner Daten wieder raus. So eine Analogie wäre das nicht anwendbar. Ich meine, die CE-Richtlinie ist ja eine Richtlinie, die die Europäische Union da auch erlassen hat. Das ist ein guter Gedanke, diese Parallele. Ich scheue immer so ein bisschen zurück, wenn es heißt, die Politik soll verbindliche Sicherheitsstandards festlegen, weil die Politiker davon leider oftmals keine Ahnung haben. Ja, es gibt ja einen bekannten Politiker, der Anfang des Jahres meinte, bei Google gäbe es eine Meme-Rubrik, wo man die alle finden kann. Und ich glaube, das zeigt, dass diese technischen Standards eigentlich auch ganz gut bei den Normierungsgremien von der Industrie selbst erstmal aufgehoben sind. Und deswegen ist unser Ansatz an der Stelle erstmal ein ergebnisoffenes Projekt zu der Frage, was sollte man überhaupt sinnvollerweise kennzeichnen und wie soll das aussehen. Inwieweit man das dann in einem zweiten Schritt vielleicht verbindlich machen könnte, da müsste man sich dann später Gedanken drüber machen. Aber unser Ansatz war jetzt erstmal Forschung zu machen. Und der zweite Schritt wäre dann sicherlich eine Normierung einzuführen, an die sich die Hersteller dann erstmal
so als Normierung halten. Und ob dann im dritten Schritt auch verbindliche Anforderungen gemacht werden, das wäre dann noch zu überlegen. Genau, also wir haben einfach gesagt, es ist zu gefährlich, sich in einem relativ frühen Stadium, in dem wir jetzt ja auch sind, gleich an was anzulehnen. Wir schränken uns damit ein. Wenn ich mit Fachpublikum diskutiere, nehme ich Fachworte. Wenn ich für alles eine Analogie nehmen muss, beschränke ich allein schon das Vokabular, ich beschränke die Art zu denken und ich beschränke auch die Art und Weise, wie das später ausformuliert wird. Und genau das wollten wir vermeiden. Wir haben gesagt, wir lassen es komplett erstmal offen, schauen, was einfach nötig ist, weil ich kann nicht sagen, ah ja, dasselbe wie für Folgendes, nur in der digitalen Welt. Das stimmt einfach gar nicht. Wir können das nicht trennen. Es ist überall drin, es sind Technologien, ja, aber die betreffen uns überall. Und einfach zu sagen, das mache ich analog zu folgender Direktive, wäre uns wirklich ein zu schmaler Pfad, den wir dann gegangen wären. Wir haben gesagt, nein, das sollen sich wirklich Menschen, die sich definitiv mit dem Fachgebiet auskennen, ergebnisoffen erstmal was vorstellen, dann können wir es auch in der breiten Masse diskutieren und können dann sagen, okay, das entspricht im Ergebnis folgendem mit Änderungen, mit Anmerkungen, mit Ergänzungen, dann nehmen wir uns einfach nicht die Möglichkeit, das offen zu machen. So, gibt es noch weitere Fragen? Wir hätten noch Zeit. Okay, dann stelle ich noch eine. Geil. Wie denkt ihr, dass ihr als Politiker die anderen Politiker davon überzeugt, dass das sinnvoll ist? Weil das ist das Problem in der Demokratie. Ich habe ja ein bisschen den Stand der IT-Sicherheit dargestellt. Und ich hoffe natürlich, dass das auch so ein bisschen in der Politik ankommt, was da sich alltäglich für Katastrophen ereignen und dass da Handlungsbedarf besteht. Und gerade im Bereich autonomes Fahren oder vielleicht auch im Bereich Krankenhaus-IT, die ja auch schon mal lahmgelegt wurden von entsprechender Schadsoftware, da merken sich doch Politiker irgendwo im Hinterkopf, ah, da war doch mal was. Und bei uns geht es wirklich um ein Forschungsprojekt, deswegen weiß ich gar nicht, wer da wirklich was dagegen haben könnte. Wir haben halt die Konkurrenz mit diesem Siegel, mit diesem IT-Sicherheitssiegel. Und da denke ich, geht es darum zu vermitteln, dass es eine Ergänzung ist, dass es zusätzlich mehr Informationen bieten soll und dass es keine Konkurrenz ist. Also da habe ich wohl noch nicht gut genug erklärt, warum das einander nicht ausschließt. Und ich will jetzt versuchen, mit den entsprechenden Leuten zu sprechen, die da Entscheidungsträger sind und versuchen, die Überzeugungsarbeit zu leisten, dass das eine wichtige Sache wäre. Genau. Wie gesagt, Patrick leistet die Arbeit auf EU-Ebene. Ich selber bin auf kommunaler Ebene unterwegs und kümmere mich da eben auch darum, dass die Innovationsausschüsse einfach mal Fachleute einladen. Dass sie nicht immer nur Leute einladen. Die erste Person ist ein absoluter Gegner in Aluhut. Die zweite Person ist jemand, der was verkaufen will und dazwischen sitzen irgendwelche Räte und haben technisch keine Ahnung. Das muss sich einfach ändern und da sind wir einfach dabei, auch Standards zu machen, dass wir sagen, okay, ihr werdet so informiert, dass ihr wirklich entscheiden könnt, informiert entscheiden könnt. Und das muss auf allen Ebenen passieren. Nicht nur auf der hohen EU-Ebene, sondern wirklich auf den kommunalen Ebenen. Und Politiker überzeugen, meine Güte, wir zwingen uns selber, welche zu sein, um es zu tun. Okay. Dann nochmal einen Applaus für Anja und Patrick. Dankeschön.